Schlagwort Verschwörungstheoretiker. Bankrotterklärung der Massenmedien. Alternativen Aufklärungsbewegungen, freien Journalisten, aber auch unabhängigen Wissenschaftlern wird häufig von den Mainstream-Medien vorgeworfen, sogenannte Verschwörungstheorien zu verbreiten. Auch der bekannte Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser wurde mit diesem Vorwurf konfrontiert. An der 10. Internationalen Konferenz der Antizensur-Koalition, kurz AZK, berichtet er davon. Und da trifft's bei mir einen neuralgischen Punkt, weil ich wurde eben auch schon als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Und da möchte ich Ihnen erklären, das ist schmerzhaft. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Forscher, der verdeckte Kriegsführung untersucht. Und da hat man einfach gesagt, wir möchten nicht, dass Sie sich in dieser Art äußern, wir möchten nicht, dass Sie diese Dinge so untersuchen und dass Sie auch darüber öffentlich sprechen. Und weil man mir bei den Fakten keine Fehler nachweisen konnte, hat man einfach gesagt, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist nicht lustig. Da war ich traurig. Der Begriff trägt nichts zur Wahrheitsfindung bei, sondern er führt zur Spaltung, ist ein Spaltungsbegriff. Wie Dr. Ganser erging es zahllosen weiteren Menschen, die kritische Fragen zur Einheitsberichterstattung der etablierten Massenmedien gestellt haben. Der Begriff Verschwörungstheoretiker ist zu einem Schlagwort, man könnte sogar sagen, zu einem Totschlagwort im wahrsten Sinne des Wortes geworden. In unserer Sendung, wie die CIA vor 50 Jahren den Begriff Verschwörungstheoretiker erfand, wurde stichhaltig belegt, dass es der amerikanische Geheimdienst CIA war, der, mit dem Rücken zur Wand stehend, das Schlagwort Verschwörungstheoretiker erfand. Die eigene wackelige Theorie zum Hergang des Mordes an Präsident Kennedy, der sogenannte Warren Report, stand kurz davor, sich als unhaltbar zu erweisen. Alternative Aufklärer brachten nämlich zunehmend Fakten ans Licht, die auf eine direkte Beteiligung der CIA am Kennedy-Mord hindeuteten. Weil nun die CIA diesen Aufklärern auf sachlicher Ebene keine Fakten entgegensetzen konnte, blieb ihr nur die Flucht in die Diffamierung. In der Folge wurden dann inflationsartig zunehmend alle Aufklärer mit diesem Totschlagwort als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und als unglaubwürdig der Lächerlichkeit preisgegeben. Deshalb soll nun im Folgenden anhand verschiedener Themen mit konkreten Beispielen untersucht werden, ob die Massenmedien nun einfach nicht mehr in der Lage sind, den kritischen Fragen der stetig wachsenden Aufklärungsbewegungen souverän und sachlich entgegenzutreten? Terroranschläge. William Rodriguez, Hausmeister des World Trade Centers am 11. September 2001. Bevor das erste Flugzeug in den Nordturm einschlug, gab es gewaltige Explosionen im Erdgeschoss des World Trade Centers. Der ehemalige CIA-Pilot John Lear, Sohn des Learjet-Erfinders Bill Lear. Eidesstattliche Erklärung. Die Zwillingstürme wurden von keinen Verkehrsflugzeugen vom Typ Boeing 767 getroffen, wie es betrügerisch von der Regierung, den Medien unterstellt wird. Zu solchen Zusammenstößen ist es nicht gekommen, weil sie physikalisch unmöglich sind. Eine echte Boeing 767 hätte angefangen, sich ineinander zu schieben, als die Nase auf die 35,5 cm Stahlsäulen traf, die in der Mitte 99 cm haben. Das Seiten- und Höhenleitwerk wäre sofort vom Flugzeug getrennt worden, gegen die Stahlkästensäulen geprallt und zu Boden gestürzt. Klimawandel. Der von Menschen beeinflussbare CO2-Anteil an der Gesamtatmosphäre beträgt 0,00152%.
Wie ist es möglich, dass allein dieser minimale Anteil für die Klimaerwärmung verantwortlich gemacht wird? Zum Beispiel Dr. Kirstein, Diplom-Meteorologe Wolfgang Thüne, Hartmut Bachmann, Dr. Helmut Böttiger. Die Mondlandung. Die Schatten auf den angeblichen Mondbildern der NASA beweisen, dass die Aufnahmen in einem Studio aufgenommen worden sind. Zum Beispiel Joe Conrad, Gerhard Wisniewski. Immer wenn gegen unangenehme Aufklärer offensichtlich keine sachlich fundierten Gegenargumente vorgebracht werden können, sucht man sie dadurch zu schlagen, um nicht zu sagen totzuschlagen, indem man sie als Verschwörungstheoretiker hinstellt. So sollen sie unglaubwürdig und eben dadurch mundtot gemacht werden. Auf diese Weise wird mit berechnendem Kalkül vom eigentlichen Sachverhalt gezielt abgelenkt und jedes weitere Hinterfragen sowie Nachforschen im Keim erstickt. Fazit: Die Tatsache, dass die Massenmedien dieses Schlagwort Verschwörungstheoretiker in unseren Tagen nahezu inflationsartig einsetzen, macht ihren Bankrott offenkundig und führt unausweichlich zu der Frage, ob etwa auch Sie, wie seinerzeit die CIA, mit dem Rücken an der Wand stehen.